Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die, die Gefährten, zusammen mit dem Max, den Kicks und dem Kevin. Schönen guten Abend. Guten Abend. Abend. So, wir haben eine neue Aufnahmesession nach 2 Wochen Pause. Neue Aufnahmesession. Weiter geht's. Wir haben das gemacht, was wir auch angekündigt haben. Wir haben im Off ein bisschen Holz gefarmt, wegen der Unmengen an Spikes, die wir brauchen. Also ihr seht's. Hier direkt rund um die Base ist nicht mehr viel Holz übrig geblieben. Und ja, ich habe gerade gleich mal so einen kleinen Hirsch erledigt. Und da ist noch einer. Denke ich jetzt zu klein buddeln. Den habe ich mir auch gleich noch. So, bitte was nochmal? Denke ich jetzt den Clay buddeln. Ja, genau. Stimmt, das war ja auch noch. Kicks, fängst du dann an Spikes zu setzen? 21. Ja, habe ich auch gedacht jetzt. Ich glaube jetzt gerade Ressourcen. Ach ja, stimmt. Rein, ja. Richtig, ja. Genau, machen wir erst am nächsten Tag, Tag 21. Also wir haben schon Spikes angesetzt, weil da brauchen wir eine ganze Menge von. Hier außen stehen noch ein paar Woodframes. Ach, die sind von dir, Max. Ach, das, ja. Die müssten dann noch eingesammelt werden, auf jeden Fall wieder. Und wir kloppen hier ein bisschen. Da ist ein Zombie. Du klopfst mir mal nicht auf die Mauer, mein Freund. Wir kloppen hier auf jeden Fall mal die ganzen Ressourcensteine weg. Wegen der Horde, wenn die kommt, denn die wollen wir hier empfangen. Und der Kevin ist dabei und setzt einen Spider-Schutz. Hoffst du. Hoffe ich. Und Kicks und ich werden jetzt hier die Ressourcensteine ein bisschen wegkloppen. Dass wir A, Metall bekommen dadurch gleich, Potassium, was auch immer, dann rausspringt, LED. Genau, da habe ich jetzt LED bekommen. Und hier ist ein Zombie drin. Da ist ein Zombie drin. Weg. Ja, hier außen ist auch noch einer. Noch eine Tuse. Boah, mal voll daneben. So, die haben wir. Und ja. Dass wir den ganzen Spaß hier eben alles wegbekommen. Und dementsprechend auch noch Clay haben, um ein paar Cobblestones noch herzustellen, Flagstones herzustellen, weil wir wollen ja mit dem Bau ein bisschen vorwärts kommen. Ich werde übrigens in der Nacht, werde ich dann mal den Bereich abstecken für das Häuschen. Da habe ich nochmal eine neue Idee. Hoffe, dass das auch so umsetzen kann, ist mit Sicherheit. Das ist so viel dazu. Das werde ich in der Nacht dann machen. Kannst du mal dein Licht abschalten? Das ist mitten am Tag, ey. Ich habe überhaupt kein Licht an. Doch. Nein. Licht an. Ich habe kein Licht an. Ja, jetzt nicht. Ich hatte auch vorher keins an. Da war Licht an. Da ist noch ein Hirsch. Noch ein Nest. Ich hole uns mal noch schnell den Hirsch. Da ist er. Habt ne. So. Also ihr seht's auch, es geht langsam voran. Ich muss auch sagen, Kevin, als ich vorhin aus unserer Mine raus bin und so den Blick hatte auf die Türmchen, vor allem auf den fertigen, muss ich ja nochmal wirklich sagen, es schaut richtig geil aus, finde ich. Habe ich auf ich gebaut. Okay, wie magst du? Irgendwie riecht es hier komisch. Ja. Das sagt nochmal einer, Eigenlob stinkt nicht. So, und dann haben wir hier nämlich dann auch schön Platz geschaffen, auf jeden Fall, um dann am nächsten Tag die Spikes zu setzen. Ich würde sagen, dann machen wir es einfach. Du, das heißt, den dann hinsetzen? Kevin, ich sag's dir ganz ehrlich, ich muss mir das erstmal von innen nochmal anschauen. Ich weiß noch nicht, ob man es wahrscheinlich an der Längsseite. Oder ist das. Ist ja nicht quadratisch das Ganze, oder? Rechteckig. Ja. Also an die lange Seite, auf jeden Fall. Da hätte ich es vielleicht ziemlich mittig gesetzt, so ungefähr.
Also ich muss mir jetzt erst nochmal genau überlegen, wie lang, dass ich das dann mache. Muss ich nochmal schauen. Das muss ich selbst nochmal testen, indem ich dann Woodframes einfach mal setze, um den Bereich mal ein bisschen einzugrenzen. Mir geht es vor allem darum, dass ich da den Grundriss im Endeffekt stehen habe, damit auch ihr dann wisst, wo das Haus entsteht. Also damit wir auch wissen, okay, was ist dann noch am Platz einfach da, um die anderen Gebäude zu bauen. Genau, ganz genau deswegen. Dass wir eben Gartenhausen so dann machen können. Ich weiß ja nicht, wie viele reinen Spikes ihr hier drum machen wollt. Ja, zwei auf jeden Fall erstmal. Also dafür haben wir Spikes fertig für zwei Reihen. Ne? Und Meinst du, das reicht? Bitte? Meinst du, das reicht? Erstmal. Ich hab's ausgezählt. Erstmal sollte das reichen. Ich glaube noch nicht, dass wir so die Mega-Horde bekommen. Unterschätze die nicht. Unterschätze die nicht. Gut, wir können ja problemlos nochmal Spikes anstellen, wenn die dann jetzt dann durch sind. Aber die laufen eben noch ein bisschen. Na? Also wir haben insgesamt, keine Ahnung, weiß ich gar nicht, wie viel wir dann fertig haben. Aber es ist schon ein bisschen was. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, also 200 reichen nicht da. Kevin, kannst du vielleicht ein bisschen näher an dein Mikro gehen, weil man versteht dich ganz schlecht. Besser? So, viel besser. Wunderschön. Ich kann dir nur so viel sagen, also 400 brauchen wir. Wir haben über 800. Ich meine, von diesen Gittern. Ach so, von den Iron Bars. Mhm. Ja, ich habe hier jetzt schon 290 gesetzt und ich bin nicht mehr rum. Ja, ne, wir machen das ganz einfach so, dass wir die Stück für Stück ersetzen dann. Das heißt, wir werden anfangen mit den Iron Bars und dann je nachdem, sobald wir es soweit haben, werden wir die einfach Stück für Stück ersetzen. Ja, da wo es geht, da gehen wir dann her und nehmen sie weg. Und setzen stattdessen Iron Bars hin und dort, wo es eben noch nicht reicht, lassen wir. Warum lachst du? Weil er sagte, wir fangen an mit den Iron Bars und ersetzen die dann durch die Iron Bars. Oh, Verzeihung. Entschuldigung. Mr. Klugschiss. Ja, sorry. Komm du mir nach Hause. Ach, ich bräuchte mal ein neues Messer bald, weil meins ist jetzt ziemlich im Eimer schon. Tschüss. Ja, ich habe einen 108er. Das ist zwar schon lange her, gell? Du hast ein Hunting Knife irgendwo? Ja, ich habe ein Hunting Knife. Ein 108er. Nee. Doch. Ein 351er. Ich habe ein 108er Hunting Knife. 351er muss da noch irgendwo rumliegen für dich. Ich hatte 4 gemacht. Ja, vielleicht ist es noch in der Kiste. Muss ich da mal gucken. Das 351er habe ich. Ich habe auch eins. Er hat aber 4 Stück gemacht, Kicks. Der Junge kann schon mal nicht zuhören, wie immer. Wer hat hier eigentlich die Woodframes gesetzt unten? Max, zum Abzählen. Warum sammelst du sie nicht wieder? Der Junge kann schon wieder nicht zuhören. Was habe ich zu Folgenbeginn denn gesagt? Da hatte ich es doch gerade in dem Moment, da habe ich doch schon gefragt gehabt, da sitzen die Woodframes noch, Max. Und da hat er gesagt, ja, die müssen wir noch aufsammeln. So will zum Thema zuhören. Lass mich hier ruhig, ich bin beschäftigt. Ist klar, na logisch. Kein Ding, machen wir. So. Lasst uns mal ein bisschen vorausblicken auf nach die Horde. Nach die Horde? Nach der Horde. Deswegen nur, ich bin beschäftigt. wollen wir dann nach der Horde mit die Zombies, ja, vielleicht erst einmal noch sagen, wir machen mal einen kleinen Ausflug, ein, zwei Tage. Oder dass wir sagen, wir lassen zwei Leute hier, die weiterbauen und zwei Leute gehen looten. Kev und ich bauen. Könnt ihr machen, das ist mir relativ Hupe. Solange ich meinen Grundriss gestellt habe und das Haus, das kann ich auch später auch noch machen. Da habe ich kein Problem mit.
Na, also die Frage ist halt, wie wollen wir es machen? Oder wollen wir erst sagen, nee, wir schauen, dass wir hier fertig werden? Auf jeden Fall nicht halt alle gleichzeitig looten gehen. Es ist ja doch noch allerhand, was ist. Die Mauer ist noch nicht komplett fertig. Ja, ja. Was eigentlich vorher stehen sollte, ehe wir looten gehen, bin ich der Meinung. Dass wir bis zu der nächsten Horde dann das Ding. Definitiv, definitiv. Ich habe auch gesagt, wenn jemand zwischenzeitlich immer wieder mal Zeit hat, ne? Dass mal einer wirklich Leerlauf hat, dann Holz farmen und Spikes ansetzen, weil wir werden immer wieder auch mal Spikes ersetzen müssen, beziehungsweise die Spike-Reihen erweitern müssen. Und wir brauchen, und das ist ja jetzt eigentlich nur, Max, du hast ja eigentlich richtig gerechnet in dem Sinne, dass du sagst von mir aus, wir brauchen, um einmal rumzukommen, sag jetzt einfach mal 350 Stück, ne? 352, ja. Ja, weil aber 700 ist nicht korrekt, weil mit jeder Reihe, die wir mehr setzen, brauchen wir auch mehr Spikes, logischerweise. Das habe ich einberechnet. Ja, wir brauchen 708. Respekt, Respekt. Der Max ist ein Fuchs, du. Nicht ganz so behaart, aber er stinkt so. Auf jeden Fall. Das wollen wir jetzt wissen, woher du das willst. Ja, schon mal was von Geruchs-TS gehört? Wir kennen die alle nicht, die haben nicht so eine fortschrittliche Rechner. Ich hab dem TS ein Upgrade verpasst. Alles klar. Ah, und schon versteht man Kevin wieder besser. Wow, 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 wow. Wer schleicht sich denn da an, mein Freund, ha? Huh? Oh Gott. Hehe. Hehe. Oh, und jetzt hast du keine Lust mehr, oder was? Ach so, du machst einen Angriff von der Seite. Ja, du bist aber ganz Albaner. Oh, Hazmat Mask. So, meine Pickaxe verabschiedet sich gleich. Ich hab Stahl dabei. Weißt du, er ist am Clay schaufeln, hat aber die Stahlpicke. Nee, ich hab Stahl dabei. Ach so. Reparieren. Nee, ich hab eine normale Iron. Ach so. Ich hab keine Stahl. Ja. Iron. Die ist bei 319, ist die. So, 14 Uhr haben wir schon wieder. Ne, wenn die kaputt ist, dann da an der Ecke, wo ich bin. Ich meine, direkt rund um die Mauern sind die Steine ja weg. So, jetzt ist er kaputt. Werde ich jetzt noch ein bisschen Holz gleich kloppen. Ich meine, wir haben ja nichts mehr. Ja? Ist ja nichts drin in den Kisten. Die paar tausend. Ne, und dann stellen wir gleich noch ein wenig Spikes dann an. Nochmal. Vielleicht nochmal so 50.000 Holz hernehmen oder was und dann dementsprechend nochmal 500 anstellen. Und da ist mein Werkzeug insgesamt dann jetzt ziemlich aufgebraucht. Aber wie gesagt, da müssen wir auf irgendwas gucken, dass wir vielleicht mal ein bisschen auf das ein oder andere noch auf Vorrat haben. Also nicht zu viel. Wobei die Frage ist, rentiert sich das beim Eisenwerkzeug überhaupt, die auf Vorrat das hier zu produzieren? Eigentlich eher weniger, ne? Nur bei Stahl. Ja gut, weil die ja länger brauchen. Und man dann nichts mehr so extrem, sag ich mal, skillt natürlich, ne? 50 nochmal, 500 nochmal ansetzen? Ja, wenn du unten bist, wie viel Holz haben wir denn jetzt eigentlich in der Kiste? Wenn ich jetzt die 50 machen, also die 50.000 verbraten würde, hätten wir noch den 15.000, 18.000 noch da. Ja, okay, alles klar. Dann mach nochmal 50.000 Holz weg auf Spikes. Sind die anderen schon komplett durch? Nee, ne? Nee, die gehen noch eine halbe Stunde. Okay. Aber dann setzen wir die nämlich gleich nach und dann haben wir, dass wir da immer wieder nachproduzieren und dann erweitern können, Stück für Stück. Weil wenn wir jetzt von mir aus hergehen und sagen, okay, wir haben nochmal, keine Ahnung, wieder mal 50.000 Holz oder so, ne? Dann können wir problemlos, bevor wir eine Loot-Tour machen, mal, was weiß ich,
500 Spikes oder was ansetzen. Weil das sind die durch, bis wir zurück sind. Beziehungsweise bis wir sie einfach brauchen. Ja, und wir müssen Bäume ansehen auch wieder. Weil sonst werden die Wege natürlich immer länger, beziehungsweise brauchen die natürlich auch eine gewisse Zeit, bis die hochgewachsen sind, ne? Damit es auch Sinn macht, die wieder zu schlagen. Mann, ich brauche was zu essen. Kann ja jeder kommen. Soll ich dir was hochbringen? Ich habe 16 Fleisch in der Tasche. Muss ja halt roh essen. So. Kix, wo bist du jetzt eigentlich mittlerweile? Gerade bei der Mine. Okay. Achso. Also gerade am Mineneingang. Ja, weil ich dich gar nichts mehr gesehen habe dann. Ich hab so weiter weg die Steine dann weggekloppt. Ja, wir müssen halt auch schon Stück für Stück einfach, dass wir auch die Steine dann hier. Weil hier liegen wahnsinnig viele Ressourcensteine hier rum. Also gerade so Richtung Ost, Nordost, da wo ich jetzt gerade bin, sind nochmal wahnsinnig viele. Dann rund um den See sind richtig viele. Ja. Dass wir die hier Stück für Stück alle wegkloppen noch. Weil es ist halt wahnsinnig viel Material für uns, ne? Rohstoffe einfach auch. Gibt's hier auch noch Wegweiser? Wegweiser? Wofür? Na, weil Max schon weiter geradeaus gebuddelt hatte. Ach so. Ja, ich denke, den Weg rüber, den werden wir Stück für Stück ein bisschen auskleiden noch, oder? Ich weiß gar nicht mehr, wie weit das der ist. Also ich bin zwar schon mal durch, aber das ist jetzt doch schon 2 Wochen her, ne? Ja, der ist komplett durch an sich. Ich kleide den, also ich verbreite den dann auf 3. Ja, also dass er 3 begehbar ist und dann quasi 5 um 5 verbreitert, genau. Ausgekleidet dann. Mhm. Okay. Also 5 auf 4 hoch. Ja, okay. Ja, komm, den zweiten Stack Holz machen wir noch schnell voll. Dann habe ich nochmal 10.000 wieder in der Tasche. Das ist okay. Also ich bin inzwischen schon an der Straße drüben. Hier ist holzmäßig, werden die Wege weiter. Ach, da steht noch ein verlassenes Bäumchen mitten auf der Lichtung. Beziehungsweise ein vergessenes Bäumchen. Oh, und ein vergessener dicker Zombie. Hallo, grüße dich. Na komm. Hehe, in your face. In your eye. Oh nein. In your Hals. Und in your Kopf. Oh, der hat Muni dabei für die Hunting. Und noch ein Nest. Läuft. Und eine Challenge. Islands of the Lambs. Du. Wie viel haben wir denn jetzt? Oh, den haben wir noch nicht ganz voll. Da muss der Große da oben noch dran glauben. Ah. Crazy Jack sagt, ich soll einen Schreizombie umbringen. Vergiss es, die brauchen gar nicht daherzukommen. Ich bin da echt ganz froh, dass wir hier zumindest relativ Ruhe haben vor denen. Also, wenn ich da an meinen Singleplayer denke, als ich mir für einen Tag so viel vorgenommen hatte und dann 4 Schreitusses in kürzester Zeit hintereinander hatte. Nein. Ja, oder in dem Stream, das ist ja auch abartig. Ja. Im Stream ist eigentlich noch relativ wenig. Bitte? Das ist noch relativ wenig. Mhm. Welchen Stream hast du angeschaut, aber nicht unseren? Ja, den habe ich natürlich nicht angeschaut, weil ich das selbst gespielt habe, aber das zeigt mir gerade, der Kix schaut meine Videos nicht, ja? Der spielt doch selber mit? Nein, nicht im Last Survival. Ja, nee, aber... Mal kurz Werbung machen dafür. Was für Fleisch haben wir nach, oder was? Nein. Ich brauche es ja nicht irgendwie nachzumachen, beziehungsweise mir irgendwie Werbung dafür zu machen, im Großen und Ganzen, weil das Ganze hier läuft ja auch auf meinem Kanal. Ne? So. Aber ich finde im Stream die Zombies, also die Screamer abartig viel. Es geht. Also wir haben es ja nicht täglich. Also ich hatte wirklich ein paar Tage hintereinander, hatte ich die guten Damen täglich.
In der letzten Aufnahmesession war es, glaube ich, nur eine, die ich hatte. Das ging ja noch. Ne? So, also ich leere mich jetzt erstmal aus hier. Dann haben wir hier 93 leere Gläser. Halt. Wer ist denn gerade die Steine am Abklappe? Ja. Ich nix mehr. Ich schon noch. Dann kommen wir hier rum zu mir, Keks. Weil meine Picke ist im Eimer. Mach nur noch den Stall fertig. Ich mach dich fertig. Wir haben ja einfach 51 rohe Fleisch auch schon wieder, ne? Das ist der richtige. Nein! Jetzt... Doch. Runtergefallen, Kevin. Geht dich gar nichts an. Also, ja. Jo, Kevin ist runtergefallen. Geht ja gar nichts an. Was so. Gibt's, Max? Ja, guckst du hier, hast du ganz Steine. 4, 5 Holy Stück. Crap. 5 Stück auf einmal. Waffenkiste, 67 Federn. So, Kevin, ich lass mal Iron Arrowheads gleich raus, ne? Wie viel könnten wir machen? Okay, so viel brauchen wir nicht, aber ja, 600 Stück. Lass mal gleich mal raus. Eisen ist am Einschmelzen. So, was haben wir da dann noch? Klamotte. Hazmat. Ich weiß nicht, ob wir das Hazmat-Zeug brauchen oder ob wir das zum Händler dann auch schaffen wollen oder so. Unheimlich viel Kohle, soweit ich weiß. Ja, ja, ja. Weil dann bringen und ob wir es wirklich brauchen, als dass wir jemals ins radioaktive Gebiet gehen und ob das überhaupt was nützt. Nein, kaum. Ist der Unterschied ist nicht zu merken eigentlich. Hier ja. Sind auch noch 3 Stone Axes in 316. Brauchen wir die? Kannst du eigentlich schwöppen. Dann machen wir das auch gleich. Zum Aufwerken, aber wir müssen noch Ventures haben. Ja, yep, haben wir auch noch, aber da müssen wir uns auch mal welche herstellen. Beziehungsweise uns vielleicht Mechanical Parts herstellen. Also wir haben 7 Mechanical Parts haben wir. Und für eine Wrench brauchen wir, glaube ich, 6, wenn ich mich nicht täusche. Ne, 4. 4. So. Und Mechanical Parts können wir herstellen aus Duct Tape und einmal Duct Tape und zweimal Stahl. Mhm. Ja. Hast du Forged Iron zufällig einstecken, Max? Nee, ich habe. Weil dann komme ich dann gleich mal zu dir wegen der Picke. Ja. Wobei ich wohl auch gleich wieder reingehen werde. Gut, dann komme ich nicht zu dir und warte hier einfach. So, jetzt guck ich grad mal. Was hast du denn vor? Na, die Pickaxe reparieren. Ja, und danach? Danach möchte ich mal mir so langsam ein paar Woodframes schnappen. Achso. Dann schmeiß mir die Picke einfach mal erstmal in eine Kiste kurz rein. Die liefere ich dir dann wieder raus. Ach nee, hier drüben habe ich mehr. Ach, da ist ja auch mein Messer und da habe ich noch eine Picke drin. Na, da guck an, richtig. Ach, und da ist mein Clawhammer. Ah, das war ja meine Kiste, die ich mir da hingesetzt habe extra. Was heißt dein Clawhammer? Na, den Clawhammer, den ich halt hatte. Mein Gott, macht er jetzt denn ins Hemd? Meine Güte, du echt, ey. Das ist ja nicht zum Aushalten. Max Picke schmeiße ich dir in die Kiste, die direkt über den Durchgang in Richtung innere Innenbereich Mauern ist. So. Da ist einmal Brester drin. Schmelzen wir noch gleich weg. Kicks. Eisen, wenn du dann ablädst, ne? Bitte direkt in die Forge einfach rein. Jo. Dass es so schnell wie möglich einschmilzt. So, die machen wir noch da raus schon einmal.
Bin jetzt sowieso gerade auf dem Heimweg. Was ist fertig? Nächster Turm. Er ist schon wieder weg vom Mikro. Nächster Turm. Das habe ich schon gehört. So, ich brauche noch Holz, ich brauche nämlich Woodframes. Ich beuge mich bloß ein bisschen nach vorne. Klingt aber besser. Genau, klingt viel besser, viel klarer. Nee, jetzt liege ich hinten. Achso, dann klingt so besser. Achso, dann klingt so besser, ja. So, jetzt komme ich mal rüber. So gut? Ja, so ist okay. Wieso sind denn hier zwei Woodframes mitten in dem Gang drin? Achso, weil es da dann... Ja, okay. Das ist das, was ich meinte. Okay. Eine ellenlange Treppe da hoch. So. Dann besuchen wir mal das Innere unserer Base. Zack. Max, kommst du rein? Ja, wenn ich mich alle nicht verlaufen würde. Ich mache nämlich hier jetzt mal... ja, ich würde das Haus hier drüben dann hinsetzen. Also dort, wo jetzt noch einige Bäume stehen, die kloppe ich jetzt gleich mal weg. So, ich, weil ich denke, wir müssen dann... Also für das Haus muss ich hier ein bisschen Terraforming betreiben, auf jeden Fall. Anders funktioniert es nicht. Gut, aber wie das Ganze ausschaut, meine Damen und Herren, ja, Terraforming und so weiter, und ob das nicht nur ein Wort ist, sondern ob man damit auch tatsächlich was machen kann und was das genau darstellt, das, und vielleicht auch noch viel mehr, vielleicht auch nicht, das sehen wir dann so in der nächsten Folge. Deshalb sage ich mal wieder vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Haut rein. Servus. Ja,